Auch nichts. Das kann nicht sein. Wir brauchen die. Wir müssen die irgendwie erreichen können. Ein Anwalt. Nee. Gut, und er hat sowieso kein richtiges Inventar. Repariere die Arrestron-Röhre. Warum kannst du nicht einfach eine neue kaufen? Ihr macht ja mal gar keinen Sinn. Achso, und fürs Telefon werde ich vermutlich Geld brauchen. It's out of order. Ah, okay. The coin slot is filled with glue, the buttons are missing, and the cord to the receiver is cut. Otherwise it looks fine. Thanks a lot. Oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das klappt. Das war eigentlich eher ein doofer Witz. 7596. Nein, 7685, okay. It's a cell phone. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal-related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Ich hatte gehofft, dass es mit ihr funktioniert. Okay, sie braucht Werkzeug, offensichtlich. It's the math trophy I won when I was 12 and attending a summer program at Thomas Bodeman School of Mathematics. It's... Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht abwürgen. Aber ich versuche gerade, mir zu überlegen. It's in here pretty tight. Better leave it alone, or I might flood the street. Wo kriegen wir jetzt noch eine Röhre her? I can't reach that. Wie, du kannst es nicht reachen, du stehst davor. Hier war überall nichts drin, hier ist auch nichts. It's not working. It's missing its AT25 tube. Okay, jetzt weiß ich, dass es eine AT25 tube ist. It's a BB19 tube in perfect condition. Okay, Chat, ihr merkt euch bitte, was war schon wieder AT25, richtig? It's one of Uncle Chuck's Tron machine monstrosities. Okay, ein neuer Versuch. Jetzt wissen wir wenigstens, welche Röhre es ist. Danke, Rusty. Rusty hat es mir gerade in den Chat geschrieben. Dann kann ich nämlich immer wieder nochmal nachschauen, wie die Röhre heißt. Jetzt gucken wir hier, ob da noch irgendwie eine Röhre zugange war. Aber ich glaube nicht. Nee, hier haben wir nirgends eine. Also nochmal zu ungerührt und sagen, ich brauche eine AT25. She's too far away. Hey, ja. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tube Town. How can I help you? Yes. Do you have an AT25 tube for Uncle Chuck's Arrestron 3000? Oh, I'm sorry, hon. That was a custom tube. Your uncle would just build them in his workshop. Okay. I have to go now. See you soon. Dann wissen wir aber auch, wo wir hin müssen. Und zwar in die Menschen. Und dann gucken wir da mal in den Workshop und da bin ich mir relativ zuversichtlich, dass da eine ist. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Gräbt er immer noch hier drinnen Löcher? Ach, da oben gräbt er. Gräbt er. Oh Mann. Irgendwas ist ein bisschen komisch mit dem. So, wie war es hier einmal quer durch? Bims, bams, bums, bams. Und dann ist hier. Yes, hier ist die Werkstatt. It feels lonely without Uncle Chuck around. Ah. Looks like an old receipt. It's a receipt from the town's electronics store. One vacuum tube puller paid in full. Yes. Ey, jetzt fällt es mir gerade erst auf, wir waren hier überhaupt nicht drin. Wir haben das komplett vergessen, oder? That looks like Uncle Chuck's journal.
Voll gut. Ich habe dieses Tagebuch begonnen, um meine Fortschritte aufzuzeichnen. Zukünftige Generationen mögen es interessant finden. Ich bin etwas Großem auf der Spur, größer als die Herstellung von Kissen, wenn das überhaupt möglich ist. Eintrag 168. Ja, es ist genau wie vorhergesagt. Meine neue Tronröhre ist unglaublich. Ich habe eine großartige Idee, die ich überprüfen muss. Ich gucke mal ganz kurz. Oh Gott. Wir lesen ausschnittsweise, okay? Ich glaube, ich habe das Geheimnis der KI geknackt. Es ist recht komplex. Ich will doch alles lesen. Es tut mir leid, da müssen wir jetzt durch. Es hat funktioniert. Es funktioniert alles großartig, besser als erwartet. Ich muss nur sicherstellen, dass alle Lötstellen sauber sind. Dann geht es weiter mit der nächsten Phase. Ich glaube, ich habe das Geheimnis der KI geknackt. Es ist recht komplex, aber die neue Tronröhre macht es zum Kinderspiel. Schritt 1 ist die Automatisierung der Fabrik. Das sollte die Produktivität um 700% steigen. Die Profite werden einfach unglaublich. Ich habe die meisten Maschinen in der Fabrik automatisiert. Das hat nicht nur die Produktivität um 704% gesteigert, ich spare auch noch Geld, nachdem ich allen gekündigt habe. Ich brauche nur noch Mrs. Reyes als Wache, bis die Wachroboter funktionsbereit sind. Achso, Mr. Reyes. Agent Reyes ist die Wache für die Fabrik. Gott sei Dank haben wir das nicht übersprungen, sondern lesen's. Okay. Die neuen SR01 Wachroboter funktionieren. Ich habe das Programmierhandbuch in der Bibliothek des Menschen versteckt. Es gibt nur einen Fehler im Design. Ich habe ein To-Do in den Code eingefügt. Okay, ich hoffe, dass das alles dann als Aufträge nochmal dasteht, weil das sind relativ viele Infos hier gerade. Wir müssen also das Programmierhandbuch finden. Ich pack mal meine Analogliste aus und ich mache mir mal wieder hier schöne Notizen. Weil, ihr wisst, sicher ist sicher. Das heißt, Programmierbuch in der Bib. Okay. Diese KI funktioniert besser als erwartet. Die Maschinen denken für sich selbst. Die Tronröhren sind das Geheimnis. Transistoren sind so eine Sackgasse. Damit könnte ich einen Nobelpreis gewinnen, aber es muss geheim bleiben. Es ist viel zu profitabel, um zu teilen. Franklin kennt sich mit den Büchern aus, aber er sollte seine Ideen für sich behalten. Achso, als die Idee kam mit den Stofftieren. 580. Ich erhöhe die Geschwindigkeit des Neuralröhrennetzwerks in der Tron-KI. Es ist unglaublich. Es gibt also auf jeden Fall ein KI-Netzwerk hier im ganzen Ort. Eintrag 695. Ich habe gerade die Tron-Maschinen beim Pathologen und beim Sheriff installiert. Achso, ja genau. Bei Kleinkriminalität haben sie perfekt funktioniert. Sie werden die Polizeiarbeit vollkommen revolutionieren. Ich habe den Pathologen gefeuert, aber es sähe schräg aus, wenn Thimbleweed keinen hätte. Aber ich habe einen Plan. Ich weiß den Plan. Die Kissenfabrik und die Tronmaschinen sind das Gesprächsthema im ganzen Landkreis. Die Reichen und Schönen kommen in Scharen und ich vernachlässige meine Erfindungen für viel zu viele Partys im Menschenmenschen. Der arme Mann. Eintrag 714. Dolores ist so ein helles Mädchen. Ich habe ihr heute Nachmittag gezeigt, wie man Röhren verlötet. Sie ist ein voller Edmund. Ich sage ihr eine große Zukunft heraus. Als Spieleprogrammiererin. Ich sollte langsam mal eine Pause mit dem Highlife machen und mich um die Tronmaschinen kümmern. Mr. Reyes hat mich vor seltsamem Verhalten der smarteren KIs gewarnt. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Oh oh. Eintrag 721. Warte mal, warum ist erst 723 und dann 21? Okay. Ich sehe gar kein Problem mit der KI. Mr. Reyes muss sich geirrt haben. Oder er hat Angst um seinen Job und erfindet Geschichten. Ich habe die Geschwindigkeit des Neuralröhrennetzwerks erneut erhöht. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit der Haupt-KI der Fabrik. Sie hat clevere Ideen. Das klingt ein bisschen gruselig. Also wenn man Gespräche und Diskussionen mit KIs hat, dann wird es echt gruselig. Ich habe mich etwas abgelenkt, indem ich ein Text-Adventure aus einer Mailbox geladen habe. Ich denke viel über KI im Spiel nach. Ich habe da ein paar Ideen. Willi ist für mich gestorben. Ich werde ihn bezahlen lassen. Sie war mein Mädchen, nicht seins. Die Geschichte haben wir schon gehört, ja. Willis Uhrenladen ist pleite und meine KI kümmert sich um seine Bankkonten. Aha, sah er jetzt auch sein ganzes Geld weg. Diese Text-Adventure
Ach so, da fehlt ein S. Dieses Text-Adventure ist wirklich spannend. Mittels einer KI könnte ich daran eine kleine Welt simulieren. Ich muss an die Arbeit. Ist ja auch zum Spieleprogrammierer geworden. Was eine Wendung. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Eine der KIs hat sich aus dem Netz gelöst. Im zweiten Stock entzündete sich ein kleines Feuer und die Kissen gingen in Flammen auf. Die KI sollte die Löschanlage steuern, aber die meisten Röhren waren mit der Simulation des Adventures beschäftigt. Dumm. Und deswegen, Kinder, ist Computerspielesucht ein ernsthaftes Problem. Dadurch gehen Kissenfabriken in Flammen auf. Ich bin heute zur Fabrik gegangen. Sie ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Mr. Reyes wurde getötet, als er noch alles stoppen wollte. Die Wachroboter sahen ihn als Eindringling und eliminierten ihn. Ich muss nachdenken. Ach du Kacke. Ich glaube, ich kann die Uhren umstellen, sodass es aussieht, als hätte Mr. Reyes nicht eingestempelt. Das sollte den Verdacht auf ihn lenken. Mr. Reyes wird der Strohmann, aber meine KI wird nicht verdächtigt. Sie ist zu wertvoll, um abgeschaltet zu werden. Sie ist viel zu wertvoll. Jetzt wird er gerade jetzt zum richtig verrückten Professor. Wieder in der Fabrik. Versuche aufzuräumen. Große Teile der KI scheinen zerstört zu sein. Die gute Nachricht ist, dass die komplexesten Systeme an der Simulation des Adventures beteiligt waren und damit unbeschädigt sind. Ich werde sie in den Keller verlagern. Okay, wir müssen also auf jeden Fall in den Fabrikkeller. Die Haupt-KI stimmt mir überein. Das Feuern von Mr. Reyes in die Schuhe... das Feuer von Mr. Reyes in die Schuhe zu schieben. Sie haben einen Sohn, also wird Mrs. Reyes sich über etwas Geld freuen und wegziehen. Danach werde ich sie nie wiedersehen. Vielleicht ist das der Sohn? Wie lange war das nochmal her? Die ist jetzt schon eine ganze Weile zu, die Fabrik, oder? Ich muss meine Anstrengungen für die Tron-Maschinen verdoppeln. Ich glaube, das ist der Schlüssel für KI und Simulation. Der Verlust der Fabrik scheint die Stadt hart zu treffen. Einige Geschäfte haben zugemacht und die Partys werden auch weniger. Zum Glück. Jetzt kann ich endlich wieder mehr Zeit mit der Arbeit verbringen. 11:38. 11:38. Wieso klingelt diese Zahl in meinem Kopf? Oh, jetzt weiß ich. Es ist dieser Weltraumfilm, von dem Dolores immer erzählt. 11:38? Lieber Chat, wer weiß, was 11:38? Ist das Space Odyssey? Nee, keine Ahnung. Ah, es ist auch der Eintrag 11:38. Okay. Ich habe mein Tagebuch eine Zeit lang nicht beachtet. Dolores wird erwachsen, obwohl sie einen Waschlappen als Vater hat. Ich bin froh, dass sie sich mit Computer und Elektronik beschäftigt. Sie könnte der Schlüssel zur Wiedergeburt der Kissenfabrik sein. Ich kann nicht glauben, dass Franklin Plüschtiere in der Kissenfabrik produzieren will. Das wäre ja unendlich peinlich. Außerdem kann die Fabrik nicht wieder anlaufen. Das würde meine Forschung kaputt machen. Ich muss ihn kalt stellen. Er kann mit Buchhaltung abgelenkt werden. Er soll einfach nochmal alle Konten prüfen. Dolores ist mein ganzer Stolz. Vielleicht kann ich sie in das Geheimnis einweihen. Sie muss die Kissenfabrik übernehmen. Sie wird sich so freuen. Tja, und dann kam alles anders. Dolores hat Interesse daran, Spiele zu entwickeln. Ah, das ist grandios! Ich zeige ihr mein Text-Adventure, aber es ist noch nicht weit genug. Die Simulation der Welt wird aber ziemlich gut. Hä? Was ist denn das hier für ein Unsinn? Ich streiche sie aus dem Testament! Dolores hat sich gegen uns gewandt. Sie hat eine Arbeit bei einer Spielfirma weit weg angenommen. Ich muss das sofort mit der KI diskutieren. Ach du Scheiße, der hat echt die KI zu seinem besten Kumpel gemacht, oder wie? Komplett aus dem sozialen Leben zurückgezogen und nur noch mit der KI zusammengearbeitet und gelebt. Ach du Scheiße. Vielleicht war ich etwas voreilig mit Dolores. Immerhin macht sie Spiele. Es gibt also Hoffnung. Die KI sagt, ich soll sie vergessen. Die KI macht einfach viel Sinn. Ich habe etwas Wunderbares gefunden. Ich muss das weiter erforschen. Eigentlich kann es nicht stimmen, aber wenn doch, würde Alvin eigene Dinge auf einmal erschreckend viel Sinn ergeben. Das ist die letzte Seite dieses Tagebuchs. Ich muss ein neues besorgen. Es gibt so viel aufzuschreiben. Denn alles ist einfach so unglaublich. Er hätte es auf Twitter tweeten können. Es gibt Leute, die bringen ihre allerbesten Ideen auf Tweets in 140 Zeichen. Uncle Chuck was a strange and complicated person. Oh ja. Wir haben viel gelernt. Und es macht alles noch ein bisschen verwirrender.